Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen Donnerstagabend wünsche ich euch. Yo, hier bin ich wieder, Foundation. Ich denke mit der Tonqualität, das hat sich jetzt langsam wieder so eingependelt. Dann das klappt, ne? Und ja, wir haben ja da drüben jetzt unser großes Maisanbaugebiet, ne, unser großes. Und das funktioniert auch schön. Sie haben auch die Brücke wunderbar angenommen. Nehmen jetzt den kurzen Weg zum Markt, können sich also eindecken mit allem, was sie brauchen. Und das ist schon mal richtig, richtig gut, wie ich finde. Hat was. So, dann schauen wir doch mal, in eine andere Richtung. Nämlich hier hinten. Da tut sich ja auch ein bisschen was. Das wird allerdings alles noch ein bisschen dauern, aber gefällt mir schon mal ganz gut. Ne? Das hat was. Das hat was, noch ein bisschen Deko außenrum und ringsrum und überhaupt und schieß mich tot. Und dann haben wir wieder genügend Schatztruhen und Schatzkammern. Das ist doch arbeitfrei. So, jetzt hat sie gerade mein Aufnahmeprogramm. Hallo? Irgendwo hängt es doch immer. Irgendwo hängt es immer. Ich habe irgendwie so den Eindruck momentan, dass wenn ich die Aufnahme beginne, dass es so den ersten Minuten immer irgendwie so einen Hänger gibt, keine Ahnung. Dann läuft das eigentlich wieder normal weiter. Ja, alles nicht so das Gelbe vom Ei, ne? So, was sind hier eigentlich oben drin? Was haben wir denn da? Ah, guck hin. Jo, da kann man es doch aushalten im Schatten. Ne? Das mit dem Tor, das passt auch. Wir haben zwar nicht die gleichen Steine, aber es ist okay. Hätte ich da eigentlich die gleichen Steine gehabt? Lass mal gucken. Ne. Ne, 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 ne. Da haben wir nur die hier. Obwohl, warte mal. Ten Brick? Light? Lass mal die gucken. Nö, da verändert sich doch gar nichts, oder? Ten Brick Light? Ten Brick Dark? Nö. Da verändert sich jetzt nichts, ne? Ne. Wir haben eine andere Art von Stein. Aber gut, ja, komm. Damit kann man doch leben, oder? Damit kann man doch eigentlich im Prinzip leben hier. Da verändern sich auch nur die hier, ne? Habe ich den Eindruck. Ja, komm. Was soll's? Na, sind wir mal nicht so. Das passt schon. Ich finde auch die kleine Gasse hier hinten. Finde ich recht cool. So, der Turm steht auch schon. Das ist ja auch schon mal was, ne? Dann haben wir eine gute Mischung. Ja, doch. So lasse ich das. So, und dann habe ich hier hinten schon mal ein bisschen angefangen, das Ganze ein bisschen mal schöner zu machen. Ne? Ich habe das Ganze mal hier ein bisschen eingefriedet, so mit den Hecken. Ne? Und auch hier ein paar Zäune noch hingesetzt und noch ein paar Büsche und Hecken und was der Geier was. Und dann können wir jetzt uns mal die Fantasy-Mod schnappen. Da, wo ist sie? Da. Da ist sie doch. Setzen wir die mal da so ab, weil ich wollte mal gucken, ob wir nicht... Ja, es sind zwar Strohbüschel, aber mein Gott, ne? Bevor wir gar nichts haben... Weil Maisbüschel gibt es noch nicht. Lass mal gucken. Ne, nicht wirklich, aber wir haben das hier. Komm, wir können doch eigentlich hier wieder unsere Dinger da verwenden. So, dass es hier auch bei Kahlschlag noch schön ausschaut. So, und dann setzen wir hier noch. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack und zack. So. Nö. Da schaut doch dann ganz cool aus, denke ich mal. So, da brauchen wir natürlich noch eine Schubkarre. Die steht hier so rum. So. Zack. Da kommen noch ein paar Säcke dran. Haben wir da ein paar? Ja. Getreidesäcke kommen da hin. Wo stellt man die denn am besten? Ja, stehen sie hier voll im Weg, ne? Komm, wir stellen die mal hier so hin. Hier so.
stehen die nicht ganz so im Weg. Und hier natürlich ganz wichtig, jede Menge davon. Jede Menge davon. So, machen wir hier einen hin. Dann machen wir hier einen hin. So. Und dann gehen wir mal runter zu den Säcken, ob wir da hier noch was haben, was Schönes. Ei, wo ist es denn? Ei, wo sind sie denn? Da sind sie. Guck mal. Mehl. Mehl. Packen wir uns mal hier ein paar Mehl hin. So. So. Das ist doch ideal. Nun guck mal hin. No? Das, denke ich mal, kann man so lassen. Dann packen wir hier noch einen hin. Und da noch einen hin. So. Wollen sie nicht übertreiben. Ich muss jetzt eh wieder scrollen. Na, wo seid ihr denn? Da. Ja, danke, dass du wieder hochspringst. Sehr nett von dir. Hallo? Kann ich jetzt auch mal scrollen hier? Irgendwas stimmt da nicht. Ich weiß immer noch nicht. Ach komm, jetzt spring halt. Ach komm, Spiel. Nehme ich es mal aus der Hand. Vielleicht geht's das. Schaut schon besser aus. Komm, wir hauen uns hier noch ein paar Kisten hin. So. Setze ich mir hier mal ein paar Kisten hin. So. So. Wer kriegt noch Kisten? Hier wären, glaube ich, ein paar Kisten nicht schlecht. Hier so. So. Da. Und dann brauche ich hier allerdings... Nehmen wir denn hier... Na komm, machen wir hier mal so ein Ding hin. Zack. So. Speicher. Und wo noch? Wo könnten wir denn noch? Ja, komm hier. So. Hier in der Hausecke. Können wir hier so reinglitschen lassen. So. Gut, dann haben wir das, da haben wir das, da haben wir das. Und wir werden uns noch ein kleines Bänklein gönnen. Dann nehme ich aber nur eine Dekobank. Nichts Aufwendiges. Hier, guck mal, Holzbank. So. Können wir doch hier irgendwo so hin pflanzen. Guck mal hier. So, hier so hin. So. Hier so hin und da so hin. So. Können wir hier hinten auch noch eine Bank irgendwo? Guck mal, hier so eine Bank hin. So. Zack, da können die sich dann ausruhen. Das ist doch einwandfrei. Und wir werden uns hier noch neben den Pilzen, am besten hier, oder? Hier so eine kleine Bank. So, im Schatten des Baumes. Einwandfrei. So, das lasse ich jetzt mal bauen. Schaut es doch gleich mal ganz belebt aus. Aber wir werden jetzt hier noch ein bisschen was anderes machen. Und zwar brauche ich dann nochmal meine Fantasy Mod. Die muss ich aber einzeln setzen. So, rein damit. Dann brauche ich was zum Anklickern, falls ihr was falsch macht. Nehmen wir noch so ein Fischernetz. Ja, können wir schon so machen. Ist ja nicht so schlimm. Setzen wir hier so hin. So. Dann kann ich es anklickern und dann gehe ich hier runter und setze mir noch ein paar schöne kleine Wege rein. Hier so ein bisschen. Zack, zack, zack. Zack, zack. So. Hier noch ein bisschen rausdünsten. Dann natürlich hier. Ist klar. So. Dann hier so. Zack, zack. Das passt. Dann bei der Bank machen wir hier noch so ein bisschen Chakalaka und dann den Weg lasse ich jetzt mal hier so weitergehen. So. So. Und so. Und vielleicht die Pilze noch ein bisschen luftiger. So. Und dann gehen wir mal hier rein. Die Ecke gefällt mir nicht so ganz. Müssen wir mal auskaschieren
Und natürlich bei den Bänken. So, so, so. Und von hier geht natürlich der Weg daraus. Da können wir ruhig ein bisschen größer machen. So, das passt. Und dann brauche ich hier einen Weg, der hier so entlang führt. So. So. Dann hier noch, wo das Holz drin liegt. Zack. Das passt. Hier hinten passt das. Das kommt noch ein bisschen weiter weg. Okay, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Beim Brunnen, genau. Der Brunnen, der muss noch freigelegt werden. So. Bei den Kisten kommt noch was weg. Dann müsste das doch eigentlich jetzt passen, ne? Das müsste doch jetzt eigentlich genügen. Nicht ganz. Nicht ganz. So. Hier noch ein bisschen. Einmal hier so rum. So, das reicht. Das reicht. So. Ja, ideal, ne? Da sieht man jetzt auch die Pilze ein bisschen besser. Die Bank passt. Hier geht's dann rein, das passt. Hier geht's rein, das passt. Ach, ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ja, so mag ich das. Das schaut mir jetzt ein bisschen zu clean aus, aber gut, da kannst du nichts machen. Da kannst du nichts machen. Obwohl. Moment. Moment. Hatten wir nicht da Gras? Was bist du? Kleiner Farn? Okay. Frosch. Ich brauche aber keinen Frosch. Irgendwo war das drin. Ich weiß es. Ich weiß es. Nur die Frage, wo? Hier. Hier war das drin, da ist noch Gras. Hier, guck mal. Das ist doch gut. Da habe ich hier doch... Schön, dass man so viel sieht. Das ist doch schön. Komm, wir machen das jetzt einfach mal blind. Und gucken mal, was passiert. Indem wir das hier so hinsetzen. So. Könnte klappen. Ich bin gespannt. Na, guck mal hin. Ja. Und schon schaut das gleich viel, viel, viel besser aus. Das ist doch okay. Dann könnte ich das doch eigentlich im Prinzip auch hier hin machen. Zack. Zack. Was war denn das? Der Patch, ne? Da. Hier so, an den Büschen entlang. Das müsste jetzt klappen. Ja, guck mal. Das ist doch in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Von Weitem schaut es ein bisschen komisch aus. Aber kann man mit leben, ne? So, eine neue Geschichte. Fröhliche Dorfbewohner. Wunderbar. Was ist denn eigentlich mit den Herausforderungen? Was kann ich da überhaupt machen? Ein berühmter Baumeister, ein Leben für die Arbeiterschaft, habt 100 Bürger oder mehr in eurem Dorf. Das ist schon mal hier fehlgeschlagen. Ich würde mal als Herausforderung, habt 100 Bürger oder mehr in eurem Dorf. In eurem Dorf. Das wäre doch nicht schlecht, oder? Komm, wir machen mal das hier. So. Tada. No? Das werden wir ja irgendwann mal haben. No? So, die Ecke können wir jetzt eigentlich so lassen, finde ich. Das passt. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Gut, wieder ein Projekt abgeschlossen. Ach, herrlich. Herrlich. So, wie schaut es hier aus? Das dauert. Dauert. Ich mache mal hier die Zeit hoch. Können wir das auf Prio hochsetzen? Zack. Fehlende Ressourcen. Was fehlt? Stein. Behauene Steine fehlen. Das ist mir klar. Das ist mir klar. Können wir da noch irgendjemand rein? Nö. Können wir natürlich nicht. Das geht jetzt nicht, ne?
Das ist doof. Ich kann da auch keine zweite Hülle hinbauen. Habe ich jetzt nicht in die Zukunft gedacht. Das ist doof. Nee. Da finde ich kein Plätzchen für eine zweite Hütte. Ich meine, gut, im Normalfall brauchen wir ja auch nicht so viel, ne? Obwohl, wenn ich bedenke, wenn wir das Kloster bauen, könnte es schon ein bisschen eng werden, ne? Wisst ihr was? Wir verabschieden uns mal hiervon. Ich verschiebe die mal. So. Setz mir das hier so vorne hin. Zack. Kann man die in der Höhe? Ne, Höhe geht nicht. Okay. Höhe geht nicht, dann kommen die hier runter. So. 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 Gut. Und dann hole ich mir noch eine zweite Steinmetzhütte außerhalb des Territoriums. Mach mich jetzt nicht schwach spielen. Wo machen wir es hier? So ist eigentlich besser. Ah, das ist aber ganz knapp hier. Knappe Geschichte. Knappe Geschichte. Aber könnte klappen. Nee, könnte nicht klappen, weil da. Oh. Wie ist das, wenn ich so mache? So? Das geht noch. Ja, ich bin noch auf der Mauer. Das könnte klappen. Ich komme hier auch an dem Stein vorbei. Das funktioniert. Ich nehme den trotzdem mal hier weg. Komm, bauen wir. Und dann kommt hier das nochmal weg. Das da. Das setze ich mir da hinten in die Ecke rein. Ah, ja. Ist klar, Spiel. Weiß ich doch. Machen wir es hier hin. Warum kann ich das jetzt nicht drehen, Spiel? Brauchen wir überhaupt so viel? Ach komm, die kommt weg. So. Das könnte jetzt funktionieren. Dann setze ich mir noch einen zweiten Steinmetz rein. Dann könnte das klappen. Genau, hau mal drauf. Hä, waren die jetzt zu zweit? Hä? Kann da nur einen rein? Warum sind die jetzt zu zweit herumgelaufen? Man weiß es nicht, ne? So, hier ist wieder einer drin. Dann erhöhen wir mal ein bisschen die Produktion von dem Ganzen. Irgendwie finde ich das zu mattig da hinten. Warte mal. Das ist mir zu nackig. Lass mich mal was gucken, ob das klappt. Obwohl, klappt glaube ich nicht. Aber ich habe doch hier die Möglichkeit, solche Dinge da aufzustellen. Und wir machen das mal irgendwas mit Grau. Weiß-Grau? Ja, warum nicht? Kann ich das so nebeneinander ziehen und dann hier so hoch swatchen? Lass mal gucken. Oder kommt da irgendwann die Meldung von wegen. Das könnte klappen. Das könnte direkt klappen, wenn wir das hier hinsetzen und dann hochziehen. Oh, jetzt kann ich wieder nicht ziehen oder was? Hallo? Doch, nee. Nee, kann ich nicht. Ach, blöde Idee. Blöde Idee. Braucht kein Mensch. Das braucht kein Mensch, aber ich will lieber noch ein paar Bäume hinter. So, dann lassen wir das mal gut sein. So. So. Wo waren der Riesen, die Riesen-Oschi? Nein, die kann ich jetzt doch. Kann ich. Kann ich, indem ich sie mir so setze? Ja. Mecker halt. So, jetzt ist er im Stein drin. Dann setzen wir den mal so. Der nächste ist dann so einer. Der geht hier ein bisschen rüber. So. Ah. Und dann hier noch an der Kante. Kommt wieder ein anderer hin. So. Komm, du warst. Das geht. Warum gehst jetzt du da nicht?
Der hier, die Kante, das ist. Das geht nicht. Das geht nicht. Da muss ich mal gucken, ob ich das einigermaßen. Ah, ab hier ist vorbei. Okay. Wenn ich die jetzt tausche, komme ich mit dem da weiter rüber? Würde gehen. Würde gehen. Ich setze mit dem mal dahin. Setze mit dem. Das muss ich natürlich auch noch erwischen, ne? So, ich setze mit dem mal ganz kurz hier hinten hin. Und dann lungert schon wieder ein Kurier rum. So, außerhalb des Territoriums. Jetzt nicht mehr. Aber so. So. Und du kommst dann hier so hin. Das müsste eigentlich reichen. So. Ja, dann schaut das nicht so nackig aus. Oh, das ist jetzt nicht gut. Nichts gut. Der ist ja hier. Obwohl, hat was. Hat was. Komm, das lassen wir. Das lassen wir. So, ein Kurier. Der will kein Bier, oder? Ein Hoch auf die Fische. Wie viele Fische haben wir denn? Ja, genug. Ach, das ist ein Jahrmarkt, oder? Fischjahrmarkt. Probieren wir mal aus. Den hat man, glaube ich, noch gar nicht, ne? Wir hatten Brot und Beeren, aber Fisch kann ich mir jetzt nicht dran erinnern. Jo, dann haben wir das hier eingebaut. Das, ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. So, dann haben wir auch mehr Steine. Und dann müsste es doch hier jetzt ein bisschen flotter gehen, oder? Flotti Karotti. Lass mal kicken. Ah, fehlt noch ein bisschen was. Ansonsten haben wir alles. Ansonsten sind wir eigentlich ganz gut unterwegs. Das passt. Ja, perfekt. Perfekt, Kinders. So, jetzt noch ein Käffchen. Dann können wir uns eigentlich schon mal grobe Gedanken machen, wo wir denn unser Kloster unterbringen wollen. Und ich finde ja immer noch, dass diese Insel für unser Kloster richtig prädestiniert ist. Mit den Terrassen können wir eigentlich im Prinzip hier in verschiedenen Ebenen arbeiten. Das wäre schon richtig cool. Hier würde ich dann so eine Kirche noch hinsetzen, die schön erhaben über allem wacht. Das wäre schon cool. So die Ecke. Die andere Ecke wäre eigentlich im Prinzip hier hinten, aber da finde ich, ja, weiß nicht. Ich finde es auf der Insel schon nicht schlecht. So eine kleine Klosterinsel, die macht garantiert ein bisschen was her. Bäh. So, bislang haben wir ja auch nur Schafe. So, hier wird fleißig gebechert und getrunken. Ist ja dasselbe. Mensch, Glaskit. Ab und zu mal überlegen, bevor du was sagst. So, was ist denn hier mit der Hütte? Das Mehl geht mir hier nicht raus. Das ist schlecht. Mir geht das Mehl nicht raus. Lass mal gucken, hinten bei der Bäckerei. Ups, zu weit. Bei der Uschi. Lass mal zu die Uschi gucken. Hatten wir da nicht irgendwie... Oder haben wir da nicht noch eine Möglichkeit, dass wir da eventuell vielleicht unter Umständen gleich mal das hinliefern lassen? Wie schaut denn das mit dem Terrain aus? Oh, ganz knapp, du. Das könnte eine knappe Geschichte werden hier. Aber geht. Aber geht. Ich lasse mir mal mein Territorium anzeichnen. So. Gut, pass mal auf. Wir machen das ganz einfach. Ich habe hier ein Doppel. Dann setze ich mir hier noch ein Doppel. Ungefähr hier. So, der Doppel kommt raus. Weil wir doppelt gedoppelt. Und dann setzen wir uns hier noch so kleine Lager alle hin, wo ich mir jetzt noch ein bisschen Mehl einlager. Das ist doch ideal. Mehl und Salz, ne? Das wäre doch mal eine Option. Die nutzen wir auch gleich. Ja, erfreute Besucher, das ist doch schön.
Haben wir anscheinend genug Fisch. Ist doch alles gut. So, kleiner Getreidespeicher. Das war diese Baracke, diese hässliche. Und das ist wieder das Ding. Das können wir mal machen. So, das können wir mal machen. Und das kann ich mir nämlich jetzt hier so schön reinfriemeln, als hätte ich es ausgemessen. Hä? Als hätte ich es ausgemessen, Kinders. Das mit der Hecke ist natürlich jetzt doof. Wie läuft denn die Hecke? Wie läuft denn die Hecke? Die Hecke kann weg eigentlich. So, und dann hört die ja hier auf, oder? Ja. Das ist doch ideal. Guck mal, dann machen wir das nämlich so. Dann brauchen wir noch eine Tür. Moment. Und die können wir hier hin machen. Und wir können hier noch eine Tür machen, weil wir es einfach können. Jo, so machen wir das. Das machen wir. Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. So, wie schaut es denn hier aus, genau? Ja, es läuft doch. Freunde, Besucher, es ist immer schön. Das macht doch den Fuddy froh und die Buddy ebenso. So, heute ist Tag der dummen Sprüche, kann es sein? Glaube ja. Gut. Das mit der Brücke da hinten, das ist echt schön, dass das geklappt hat. So, was haben wir denn? Wolle für den König. Aha. Der König hat wollene Banner in Auftrag gegeben, die seine stolzen Festungen zieren sollen. Ein Kaufmann, der davon gehört hat, sah eure Schafherden und macht euch ein Angebot, das ihr natürlich nicht ablehnen könnt. So, 90%, das ist okay. Dann würde ich sagen, Wolle haben wir, glaube ich, noch. Ne? Klingt nach einem guten Geschäft. König, kriegst du geliefert. Wunderbar. Und hier sind so alle happy. Guckt ihr euch das an. Unser Fisch ist weltberühmt. Schön. Schön, schön, schön. So, ihr klopft mal ein bisschen schneller, dass wir das hier fertig bekommen. Und dann ist er doch gut. Dann ist er doch gut. Alles gut. Wir kämpfen hier schon wieder an 5 Baustellen. Hier hinten das. So, wird das jetzt hier leer gemacht? Ja, es wird geleert. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Dann können wir den nämlich auch abreißen demnächst. Und dann haben wir hier richtig schön Platz. Weil ich mir eigentlich gedacht habe, dass wir auch das Fischer-Ding hier ein bisschen nach hier verlegen. Dass hier ein bisschen freier wird. Da hat, guck mal, das können wir auch wegmachen. Zack. So. Das wäre nochmal eine Option. Da muss ich mal gucken. Herr Freunde, Besucher, immer her damit. Immer, immer her damit. Ja. Ich würde sagen, der Laden läuft. Der Laden läuft. Die Kirche läutet. Das ist, ich denke mal, ist auch ganz gut geworden hier. Na. Ach ja, weil ich es vorhin im Vorbeigehen so gesehen habe, ihr hattet einen Kommentar dagelassen. Ich glaube, die Birgitta war es, dass die Shrubberies wieder da sind. Ja, sie sind wieder da und sie sind in der Nature Decorations Mod mit integriert jetzt. Deswegen habe ich ja hier auch fleißig meine Büsche gepflanzt. Na, das habe ich, glaube ich, erwähnt in der Aufnahme, die jetzt dann so grottig war, dass ich sie nicht hochlade. Und wollte es nochmal ganz kurz erwähnt haben. Ja. So. Schön. Sehr, sehr schön. Hier wird auch schon gemacht. Das ist ja cool. Schön am Wegesrand. Kommt noch ein bisschen Grünzeug raus. Herrlich. Da ballern wir dann nämlich dann schön Ding rein. Habe ich das hier rein? Hier haben wir das rein. Guck mal, ich könnte hier auch nochmal Mehl. Könnte auch nochmal. Ging ja auch. Dass die Hütte da oben leer wird.
Nee, wir wollen es der Uschi ja ein bisschen leichter machen, das Leben. Und deswegen packen wir das dann da rein. Nope, so machen wir das. So, hier kann ich die Prio mal rausnehmen. Brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Dauert ja immer noch ein bisschen. Wir haben nämlich drei. Hallo, könnt ihr mal ein bisschen schneller arbeiten? Oh, wir haben zwei neue Geschichten. Fröhliche Dorfbewohner, wunderbar. Und Bärenüberschuss, tralala. So. Dann hätten wir das ja auch so weit, ne? Juti. Ja, ist doch in Ordnung. Das ist doch in Ordnung. Wenn jetzt da noch zwei Türen rankommen, könnten wir hier ein bisschen weitermachen, ne? Also, Prio. So, gebet mir meine Türen. No. Machet hinne. Da, 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 da. Hallo. Türen. Ich brauche doch bloß zwei Türen noch. Oder? Bedarf es noch mehr? Nö. Eigentlich nicht. Ach. Mal gleich mal hier, dass wir es auseinanderhalten können. Lager-Uschi. Backwarenlager. So, Backwarenlager ist gemacht. Aber meine Türen brauchen immer noch. Kicken wir mal, dass wir das noch hinkriegen, damit ich die Hütte da hinten leer kriege. Weil das leert sich, glaube ich, gerade nicht ganz so schnell, oder? Ja, es dümpelt hier immer noch rum. Das dümpelt hier immer noch rum. Oh, jetzt macht mir doch meine Türchen dran, bitte. Ich will doch nur zwei kleine Türchen. Juti. Juti, Juti, Juti. Nun gut. Nun gut. Soll ich hier gleich mal ein bisschen so einen Weg anzeichnen? Können wir nicht machen, ne? Bevor ich jetzt hier sinnlos warte, setzen wir uns hier nochmal die Fantasy Decorations. So, einmal hier rein. Dann brauche ich hier Schüppkarre wieder. So, die Schüppi. Schüppi ist immer ganz wichtig. Die Schüppi setzen wir uns hier mal so an den Rand. So, hier. So. Zack. Na? Und dann können wir jetzt hier mal loslegen mit dem Weg. Einmal hier runter, dann wieder hoch, dann hier so. So, und dann würde ich sagen, machen wir das immer schön an der Wand lang. Ich mache das jetzt erstmal, geht ja nur bis dahin. So, und dann hier einmal so. 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 Und so. 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 Haben wir wieder jede Menge so untergebracht. So. Dann können wir jetzt hier natürlich dann hier ganz in die vollen langen. Wir können hier Salz einlagern. Salz, Salz. Das braucht sie ja, die Uschi. Und wir lagern uns hier das Mehl ein. Zack. Perfekt. Dann einen Träger. Ja, ich nehme jetzt einen wildfremden Träger. Der kann mir dann das Mehl daraus operieren aus der Hütte hier. Aus der da. Guck mal. Schon mal weg. Dann ist es auch gut. Dann ist schon weg. Ach ja. Sehr schön. Sehr schön. Dann können wir das hier nämlich besser handeln.
Und ich würde dann sagen, der Typi, der hier drin ist, der kommt dann, wo braucht man den denn am dringendsten? Eigentlich hier so, ne? Beim Holz, ne? Da habe ich zwei drin. Warum ist das Lager leer hier? Ach, weil ich hier nochmal Holz machen wollte, ne? Holz. So. Ist da nicht mehr drin? Großes Lager. Holz, 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 Holz. Und in dem kleinen Lager, was war da drin? Bretter, 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 Bretter. Gut. Das passt. Der taucht. Brauche ich da? Ich würde fast vorschlagen, wir machen lieber hier. Schon fast wieder zu wenig hier, ne? Eigentlich bräuchte ich jetzt schon wieder so eine zweite Lagerdingsbums. Ja, dann machen wir das doch. Wenn wir eh dann einen Träger übrig haben, dann machen wir das doch. Kleiner, 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 kleines Lager. Nehmen wir mal hier so eine Nöte. Zu weit weg. Ja, ich weiß, dass du zu weit weg bist. Ist ja nicht das erste Mal. Na? So, dann könnte man das doch hier so anschließen lassen. Hier so. Aber dann stehen mal wieder die Kisten im Weg. Das muss ich dann wieder umarbeiten. Aber das ginge. Die kommen sich hier auch nicht in die Quere, hoffe ich mal. Komm, dann machen wir das doch. So, Tür dran. Glücklich sein. Bauen. Und dann schiebe ich mir das hier mal alles ein bisschen aus dem Weg. So. 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 Und so. Na guck, das kommt noch ein bisschen weiter rüber. So. Passt. Bauen. Danke. Danke fürs Gespräch. So, die bauen jetzt das kleine Lager hier hin. Das ist gut. So soll es sein. Bist du das Ausgefallene? Dann kommt nämlich hier hinten schön als optischer Trenner. Schöner Baum hier hin. Zack, hina. Dann hier noch. So einer. So. Perfekt. Perfekt. So. Das wird. Das wird. Ist jetzt meine Hütte da hinten leer? Wollen wir mal einen Blick riskieren? 45 noch. 45. Müsste aber auch noch gehen, ne? Dass das rauskommt. Da müsste doch jetzt eigentlich gleich jemand kommen und mir da die schwere Last von 45 Mehlsäcken abnehmen. Das wäre doch ideal jetzt gerade. Da kommt nicht. Nee. Kam doch keiner. Kam doch keiner. Oh Gott, es gibt schon wieder schlechtes Wetter. Da habe ich ja eigentlich erst im ersten Augenblick gedacht, dass sie sich da ein bisschen was Neues einfallen lassen. Irgendwie so, keine Ahnung, Hagelschaden oder Blitzschlag oder, ne? Aber wollen wir es mal nicht beschreien. Mensch, mein Magen meldet sich auch schon. Ich habe Hunger. Da ist schon wieder ein Kurier. Ach nee, das ist der Astrologe. Ja, um Himmels Willen. Uns wird der Himmel auf den Kopf fallen. Wir werden alle sterben. Jammer, 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 jammer. So. Okay, da passiert nichts, ne? Haben wir hier schon mal drin? Oh. Magen. Sei ruhig, du kriegst da was. Wir sind hier eigentlich schon wieder ratzenvoll, ne? Dann komm, dann machen wir hier nochmal Mehl rein. Dann ist es okay. Salz kam jetzt noch gar keins an. Das ist schlecht.
Wie schaut's denn eigentlich aus salztechnisch bei uns aus? Sag mal, kann es unter Umständen sein, dass wir Salz komplett... Nee, warte mal, wir brauchen doch gar kein Salz mehr. Das habe ich ja abgeschaltet. Jetzt erinnere ich mich wieder. Wir brauchen doch gar kein Salz für Brot. Weil die Mod noch nicht lief. Genau, Wasser. Wassermehl. Genau. Also können wir das hier doch zu Mehl machen. Da kannst du mal sehen, ne? Ich dachte mir nämlich gerade. Hä? Das habe ich doch gelöscht. Wieder eine Erfahrung reicher. Das war's. Sehr gut. Sehr gut. Und wer bist du? Wer bist du? Du bist das. Okay. Gut, dann ist das schon fertig? Nee. Ist noch nicht fertig und da würde ich sie gerne beschäftigen. Da würde ich sie jetzt gerne beschäftigen. Aber die Hütte ist noch nicht fertig. Ich setze hier mal wieder die Prio hin. Was fehlt denn hier? Bretter. Die sind ja wohl nicht weit weg, ne? Die sind ja hier wohl noch nie weit weg. So. Dauert also noch. Okay. Dauert noch. Und schließt sich hier langsam das Viereck? Ah, so langsam. So langsam nähern wir uns hier dem Ende. Dürfte dann am Samstag fertig sein. Das ist ja gut. Okidoki. Okay, hier läuft alles. 128 Werkzeuge hat der gute Jeffrey eingelagert. Das ist ja wunderbar. Danke dir dafür, mein Freund. Und dann hier Bären laufen auch. 733 Bären. Ich sage ja, wenn wir dann die Schatzkammern gemacht haben, die neuen, dann würde ich sowieso mir nochmal den Handel ganz gerne noch ein bisschen anschauen. Ob wir da noch ein bisschen was wuppen können. Aber vorerst wohl nicht. No? So, was ist denn jetzt hier mit meinem Lager? Wo ist es? Naja, jetzt müsste aber gleich fertig sein, ne? Oh Gott, guck mal. Oh, manchmal bin ich so selten dämlich, ne? Aber wenigstens gebe ich es ja noch zu. Das ist doch wieder typisch ich, ne? Baracke, Tür. Ich baue hier. Oh. Wo ist denn die? Wo ist denn die? Probieren wir es mal so. Habe ich hier noch irgendwas? Das ist doch die eine kleine, aber wo sehe ich jetzt? Ah, jetzt. Jetzt kann ich mir aussuchen. Das ist die, ne? Hier, komm weg damit. Puh. Mann Gott. Echt. Ach, mit mir habt ihr doch immer was zum Lachen, oder? Okay. Jetzt noch hier bitte eine Tür drauf. Wir sind kurz vorm Finish. Kein Wunder, dass es hier zu lange gedauert hat. Hallo. Jeffrey, Tür dran. Klopp, klopp. So, fertig. Super. Super. So, das ist dann hier, bitte. Das dritte. Hier setze ich mir dann die Rosia rein. Wo ist sie? Rosia, Rosia, Rosia. Da. Du kommst hier rüber. Hier bist du glücklich. Hier hast du was zu tun. Dann setzen wir uns hier wieder Eisenerz rein, Eisenerz rein. Und hier setzen wir uns Eisen rein und Eisen rein. Eisenpuppeisen. So. Das ist doch in Ordnung. Na, guck mal. Und dann können wir dann hier hinten dann. Zum krönenden Abschluss der Folge heute.
Das Lager eliminieren. Tschüss. Arrivederci. So, und wenn wir jetzt nicht Platz haben, dann weiß ich aber auch nicht. Nope, da können wir wieder ein bisschen weiter spinnen hier. Gut. Ja, einwandfrei. Einwandfrei. Dann macht mir das hier noch fertig. Ach, die ganzen Türen fehlen ja auch noch. Ja, das wird was Längeres. Das wird was Längeres. So, bist du jetzt hier eingezogen? Bist du glücklich? Ja. Sie ist drin. Und zack. Jetzt hat. Und sie ist auch schon fröhlich am Arbeiten. Das passt doch. Neue Geschichte. Fröhliche Dorfbewohner. Schön. Unwetter zieht auf. Ja, passt. Neue Geschichte. Bärenüberschuss. Herrlich. Haben wir es wieder abgefrühstückt. Gut, Kinders. Dann würde ich sagen, an der Stelle, bevor ich jetzt irgendwas Neues anfange, würde ich sagen, wir sehen uns dann am Donnerstag. Quatsch. Blödsinn. Heute ist ja Donnerstag. Na? Ich wünsche euch einen schönen restlichen Donnerstagabend. Kommt mir gut ins Wochenende rein. Wir sehen uns dann am Samstag wieder in gewohnter Art und Weise. Was nehme ich denn jetzt mal als Screenshot-Geschichte? Was nehme ich denn da? Nehme ich mal hier mal so einen Blick durch die Büsche, durch die Bäume. So, kommen wir mal so. So machen wir es. So, offiziell. Gut, Kinders, also wie gesagt, wir sehen uns am Samstag wieder. Kommt morgen ins Wochenende. Ich wünsche euch was. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da. Seid nett zu mir. Ich bin's auch zu euch. Und dann sehen wir uns. Bis dann. Machen wir's kurz.